Alles klar, Freunde, und nachdem wir die Surf Company quasi befreit haben von Team Rocket, machen wir uns jetzt auf den Weg einfach mal. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Zur Arena. Wir gehen erstmal zum Pokémon Center und dann machen wir uns auf den Weg zur Arena natürlich. Wir werden. Es wird echt geil, also. Der letzte Part ging echt lange, aber wie gesagt, ich wollte da keinen Cut reinmachen. Und jetzt finde ich es geil, dass wir halt jetzt ein bisschen angenehmer wieder weitermachen können, will ich mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was jetzt abgehen wird. Saphona City, Psycho-Arena-Leiterin. Ich denke, es wird auf jeden Fall spaßig. Die Arena-Leiterin wollen wir heute besiegen in diesem Part, auf jeden Fall. Aber dann bin ich auch noch natürlich gespannt, was außerhalb davon abgeht. Wir haben jetzt zum Glück zum Beispiel auf Glurak Flammenwurf. Halleluja, was sagen die denn jetzt? Alles wieder okay? Ja, yeah, na klar, das waren wir. HDF, komm, das waren wir. Oh mein Gott, der glaubt mir einfach nicht. Das gibt's doch nicht. BD, was hat er gesagt? Ob es bei meiner Versicherung als Arbeitsunfall durchgehalten? Lol. Genau das, meine Dame. Wenn die Arbeit vorgeht. Legit, wenn die Arbeit vorgeht. Ja gut, kommt die? Ah ja, guck mal, jetzt kommt irgendwas. Asni, du hast wirklich geschafft. Du hast Giovanni besiegt. Ha ja, was denkst du denn, Sama? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesen Atlas auf den Fersen war. Und dann kam plötzlich die ganze Rübel von Team Rocket aus Saphonia rausgerannt. Okay, so richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist. Vielen lieben Dank dafür, Asni, mein Kollege. Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. What? Wie, ernsthaft? Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslinge nicht angekommen wären? Alles gut, mein Freund, deswegen trainieren wir noch. Ich bin so froh, dass wir die Silph Company zusammen retten konnten, auf jeden Fall. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine oh. Asni, der Dragosso Comebacks. Ah. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe die Arena widmen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Rosa? Du warst schon in der Arena von Saphona City und wie viele Augen hast du überhaupt? BD? Ja, genau, so viele. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon. Auf jeden Fall, das ist unser Ziel. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Okay. Ja, lass mal weitermachen jetzt, Asni. Wir machen ganz kurz unser Pokémon an, es sei denn, die sind schon geil. Nee. Ja, okay, aber Knogger MVP hat das durch. Hat das halt legit gecarried, mehr oder weniger. Ja, apropos Knogger. Sollten wir ihm vielleicht mal eine Geistattacke beibringen jetzt für die Arena. Aber der hat nicht so viel Spezialangriff, das ist das. Aber ist trotzdem was bringt oder ob wir auf jemand anderen zugreifen. Ich guck mal ganz schnell nach, wer denn alles, welche Geisterattacken TMs überhaupt haben. Um welche Pokémon das lernen können. Lass uns erstmal das abchecken am besten. Und so, was haben wir da? Teleport, bla bla. Knogger Spukball hätten wir. Erlernbar nur von Knogger. Die Sache hat, ist halt bei Knogger. Wie speziell Angriff hat der? Der hat, glaube ich, netten. Also gut wie null. 62. Dafür würde ich ungern irgendwas hier wegmachen, möchte sein. Ich finde physische Geisterattacke auf Knogger. Aber ich bin halt mir nicht sicher, ob er selbst einen erlernt. Ich habe nicht nachgeschaut oder ob wir diese TM bekommen. Was ich meinte, hieß die Finsterklaue, Freunde? Ich glaube ja, Finsterklaue. Aber ansonsten kann es auch halt niemand lernen, ne? Sonst Käfer, haben wir Käferangriff am Start? Megasauge, what? Traumfresser, Zauberschein ist fehl. Kreuzschere hätten wir. Ah, Sandama hat Kreuzschere. Okay, Sandama wird das Ganze, glaube ich. Boah, warte mal, wir haben Toxin. Na klar, Toxin gegen das Gisaflor. Das Witzige ist auch, Toxin kann einfach so gut wie fast jedes Pokémon erlernen, komischerweise. Mit einem potenten Toxin. Okay, keiner weiß. Giftbude machen wir dafür, natürlich dafür weg. Logo. Sonst haben wir Feuerschlag, die Legato. Drachenputz, Flammenwurf. Ja, wir lassen es so. Wir müssen einfach so in die Arena. Und zwar aber kämpfen wir dann auf jeden Fall mit Sandama. Also Sandama, der wird das carryen. Freunde. Wir sind jetzt im 6. Orden. Okay, heißt, wir gehen langsam, aber sicher. Also wirklich langsam und sicher, aber sicher. Gen Pokémon-Liga. Wir haben jetzt 6. Arena-Leiterin, dann haben wir 7. Zinnobe-Insel. Dann können wir zum 8. und dann eigentlich schon direkt zur Liga. Heißt, ich bin gespannt. Das ist langsam aber sicher, Freunde. Wie gesagt, langsam aber sicher. Ja, geht die Story zu Ende, mehr oder weniger. Danach gibt es natürlich noch ein bisschen was. Ah, Teleport. Ah, ja, klar.
Jetzt, na klar, cool. Damals war es auf einer Ebene alles. Jetzt haben die es quasi auf mehreren. Bombastisch sein auf jeden Fall. Ja, haben wir. Mindestens 45 haben wir am Start. Achso, ja, hier, guck dir den an. Das ist ein Dame-MVP. Genau dies. Dankeschön, auch rein. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden natürlich wieder jeden besiegen, so ist nicht. Aber. Wir müssen die ganzen Teleports mal abchecken, einfach. Wie ich vorhin auch, Freunde, zu mir jetzt alle Teleports erstmal abchecken. Ich guck mal, gegen den oder die kämpfen wir bereits. Zack, hallo. Ey, die sieht aber cool aus. Die hat ein cooles Design, finde ich, oder? Wie denn? Sehe Alex. Okay, das ist einfach ein. Das ist. Ich weiß doch mal, mit dem Haarschnitt sah die. Sah sie wie eine Sie aus. Lamus! Von Alex. Okay. Lamus! Kreuzschere, Freunde, das. Schaut jetzt her. Hurra! Oh! Oh, bitte kein Gena. Bitte kein Gena. Bitte kein Gena. Ah! Komm schon, Sanam, hau ihn raus. Zack, raus, aber schnell. Gena ist immer so eine Sache. Gena. Gena. Oh, siehst du Müll! Jetzt weiß ich aber, Sandama, dass er wieder aufwacht. Kadabra. Es ist eine der. Ah, oh, wenn er Traumfresser kann. Er ist vielleicht ein bisschen GG für uns. Ich hoffe nicht. Ich hoffe legit nicht. Schauen wir mal. Psychokinese, okay. Komm schon, Sanama, steh auf. No, siehst du das? Ich hasse mit dem Einschlafen. Ich schlafe gleich legit selber ein. Ah, jetzt perfekt. Jetzt sind wir wach. Nein! Genau dies. Ich glaube es nicht. Zack, raus aber schnell, mein Freund. So, guck mal. Oh, kam er von da? Ja. Oder? Nee, oder doch? Weiß ich halt gar nicht. Da sind wir wieder zu ihm. Richtig, richtig, okay. Wahrscheinlich gibt es dennoch irgendwie einen richtigen Weg. Ich hab grad gar nicht. Ich bin da wieder. Bin einfach wieder drauf, keine Ahnung. Einfach wieder drauf. So, GG. Jetzt auch, muss aber gehen. Hi, ja, oder? BD. Yeah. Oh, wohin? Ah, okay, nice. Ah, geht's hier weiter? Ja. Hi, ja. Idee kämpfen, danke, John. Sabrina, so jung als ich, aber ich habe trotzdem großen Respekt vor dir. Ha, jetzt ist es schon deine Arenaleiterin, deine Arbeitgeberin, ne? So gesehen. Amanda! Wäre ich so ein Trainer. So, oh, Rosanna! Ein Trainer vor der Arenaleiterin. Ich würde mir so einen Arsch aufreißen, ich würde jeden dappen. Mit jedem dappen. Die kommen ja nicht vorbei. Natürlich wäre das geiler, wenn man Arenaleiter wäre. Aber ich sag mal, seit diesem Posten, oh je, oh je. Oh je, da würde ich nicht mit so einer Rosanna anpassen. Selbst wenn wäre die auf Level 100 direkt. Ja, so geht's. Ah, nee, muss sein. Nur Level 51, Klonger Level 52. Nice. Sehr schön. BD. So. Schauen wir mal hier. Ich glaube, das ist da oben. Komm. Oder? Ja, okay. Oh, oder? BD, wohin? Idee. Okay, nice. Ich gehe einfach mal durch die ganzen Teleports. Ich werde jetzt nicht alles abchecken. Ja. Hauptsache, wir kommen zu Sabrina. Sabrina. Maximilian. Was geht los, Sandra Marino? Das ist eine Attacke, so Kreuzschere. GG. Kreuzschere. Eine Attacke macht es halt aus, ne? Ja, ich feier sowas. Ciao. Kadabra. Kadabra.
Nachtnebel, oh je. Zack. War schneller als wir, was? Okay, Kadabra. Okay. 350, nice. Habt ihr die Verteilung gesehen? 148, richtig geil. Sanama ist so geil, hat sich als wirklich geil herausgestellt, finde ich. Oh, kamen wir nicht von hier? Nee, wir kamen von oben links, glaube ich, oder? Aber wir haben richtig getroffen, nice. Ich glaube, die sollten die letzte sein, Exorzistin. Ich kann in die Zukunft sehen und wir werden kämpfen. Wer hätte es gedacht? Lady, wer hätte es gedacht? Also ich nicht. Ich hätte es nicht gesagt, um ehrlich zu sein. You don't say so like, ne? You don't say. Okay, ich hilf keine Kreuzschere, aber wir haben Icy Bomb parat. Ah, Tiefschlag. Ja, es zieht nichts ab. Es. Zack, raus. Sandar, ja, okay, wir sind jetzt ein bisschen overlevelt, aber da umso geiler, umso geiler. Bin so gespannt auf die Zenobi-Insel. Mann, oh, da können wir dann noch einen Zwischenstopp bei Arktos machen. Oh, ich werde mich freuen auf die Höhle. Die Zinnoberhöhle? Hieß die Zinnoberhöhle? Jedenfalls, es wird geil. Ich bin gespannt, was die Pokémon auch sind, außerhalb von Arktos. Ja, ich werde mich richtig drauf freuen. Das wird richtig geil. Das wird richtig geil. Exorzistin. Ah, die hat noch einen. Okay. Einfach spacken bei Nacht. So, jetzt so gemein. Ist das der richtige? Ich glaube nicht. Nee, hier waren wir schon. Lass mal oben schauen. Wenn nicht, dann rechts unten. Weil von oben rechts kamen wir. Oder? Ich glaube ja. Oh, wohin? Ah, da ist noch jemand. Lol, okay. Never mind. Da sollen wir Sandama healen? Ja, healen wir mal Sandama. Sandama, na 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 na. Du kriegst jetzt einen Supertrank. Nicht einen, sondern gleich zwei hinterher. Ich hoffe, du bringst jetzt du. Starke Leistung. Ja, will ich. Das kann ich sofort erkennen. You don't say, Alter. Warum bin ich sonst hier? Du willst Sabrina herausfordern. Echt jetzt? Kein Sinn. Kilian. Bide macht nicht so viel. Oh, Hypno. Ein Hypno hast du nur. Es. Kreuzschere, let's go. Tutorial 50, nice. Ja, den hat es nicht mal gejuckt. So, jetzt will ich schon, kommt Sabrina. Nein. Ha, vom Wars kommen wir zu Sabrina. Jetzt müssen wir doch mehr oder weniger fast alle abchecken. Da oben waren wir noch nicht. Guck mal, wo wir da hinkommen. Ich glaube aber, eines bei den von der Exorzisten aus komme ich. Nein, doch nicht. Nevermind. Okay. Oh, schaut euch die Zuschauer an. Genau, das Sabrina. Bist du bereit? Sabrina! Das haben die schon geil gemacht, finde ich, hier in Saffron. Das ist jetzt hier ohne Spaß. Kämpfe auf dem Hochhaus? Da bist du ja. Ich habe vorhergesehen, dass du kommen würdest. Hast du auch Maki, wie ich vorsehen muss, Haki. Ist jetzt auch ausgeprägt, wie bei Katakuri. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf eine unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besitze übernatürliche Kräfte. Okay. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehst. Bestehen wirst. Boah! Ja, die hat tatsächlich das Haki. Oh, interessant, aber hey, ich finde die echt interessant. Sabrina! Sabrina total verhext. Hahaha. Pantimos. Oh, bitte kein Pantimos. Unser Angstgegner Pantimos. Legend Angstgegner Pantimos. Okay? Komm. Was?
Hank zieht noch ein paar Teamos Reflektor an. Oh, shit. GG. Ups, oh, sorry. Nice, Icy. Trotzdem recht. Oh my god. Pikamau auch Level 50, nice. Lamus, wir wechseln mal auf. Pikamau, komm, Pikamau. Level 50 erreicht. Let's go, Pikachu. Kannst du dich wieder gruselig anschauen. Hatten wir lange nicht mehr, ne? Pika Pikau. Lamus finde ich ein geiles Pokémon. Larschuk ging auch richtig geil. Warum schaut es so gruselig nach hinten? Osana. Oh, ich hab nicht ausgewechselt, Lon. Okay. Ja, ich hab echt nicht ausgewechselt. Egal. Ich kann mal auf Kopf machen. Nice. Jetzt kommt Simsala. Jetzt will ich mit Simsala sehen. Simsala. Oh, genau das. Ich finde Simsala so geil. Mega Simsala ist auch frech. Mhm. Auf jeden Fall. Finde ich. Komm zurück, Pikachu. War echt gut. War echt gut, Pikachu. Ja, 44. S. Bist du Chinese? Ah, macht wahrscheinlich gut Schaden, oder? Ah, es geht, es geht. Wir haben Sandama leider. Oh my, the One-Shots. The One-Shot-Builds. Crit Sandama. Oh mein Gott. Ja, das war's schon. Ich bin erschüttert, ja. Das hast du nicht gesehen, oder? Ich dachte, du kannst in die Zukunft sehen, Milady. In Anerkennung deines Sieges feiere ich dir den Sumpforden. Herr damit. Olle, komm, wie kann oh, genau das. Orrele, orrele. Mit dem Suff gehört ich dir alle Pokémon, die du von den Trainern erhältst, freust du das E-Level nicht mehr als 70. Ach, und noch diese Themen von mir. Gedankengut. Okay, nice. Psychokinese haben wir nämlich schon bekommen. Die Attacken Gedankengut, das Pokémon ist die Attacken eingekommen, um seinen Spezialangriff und Spezialverteidigung zu erhöhen. Das ist echt ein guter, Attacke, so ist nicht. Theoretisch können wir, okay. Korrekt, was sagt Pikamau? Pikamau. Ah, Pikamau winkt dir zu, um deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ah, du kleine. Aber spielen können wir nicht, wir müssen weitermachen. Und ja, Freunde, geil. Arena-Leiterin haben wir besiegt. Jetzt lasst uns mal gucken. Vielleicht kommt eine Sequenz. Wenn nicht, wäre interessant, wäre geil. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm, weil... Ich bin alleine. Jetzt, guck mal, jetzt ist das Interessante. Wenn man sich im Spiel nicht auskennt, so legit. Da, also wenn man es zum ersten Mal gespielt, so war es ja bei mir damals. Ja, logischerweise. Aber dann denkst du, ja, was jetzt? So, legit weiß das jemand. Ich glaube, ich habe damals die Karte dann geöffnet. Ein bisschen reingeguckt. Was jetzt? So, was kann ich noch machen? Hä? Dann habe ich so gesehen, oh, warte mal, hier, bam, da unten links war ich noch nicht. Kann ich von Alabastia aus runter. Genau das. Und genau das machen wir auch. Ah, guck mal, wie angenehm. Direkt von hier aus mit der Geheimtechnik überfliegen. Aber, auch bei unserer Mom können wir uns zeigen. Weißt du, als du zu unserer Mom gesagt hast, ey, wir sehen uns irgendwann, ich komme wieder vorbei zum Healen, wenn ich einen Heal brauche. Genau, das ist es jetzt, Mutter. Mutter, einmal healen, bitte. Ey, Madre, wie geht's dir? Außer du sollst eine kurze Pause einlegen. Mach mal auf jeden Fall. Bitte. Dankeschön, Mutter. Oh nein. Ah, das freut mich. Ja, dankeschön. Oh, wie geil. Guck mal, die Flashbacks. Klonger, das ist mein Zuhause. Was sagst du dazu? Gefällt's dir? Knöcker versteht sich prächtig mit Mama. Oh, wie süß. Oh, geil. Knogger Eres, Freunde. Wie geil. Noch zwei Orden. Ja, lass mal runter surfen. Oh, Knogger, ey. Richtig geil von Knogger. Ja, dieser Move. Lass mal zu Professor Eich gehen. Was sagt denn der? Wenn wir schon mal hier sind. Professor Ronio.
Hey, lange nicht mehr gesehen, Oak. Schön, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Schau mal rein, hast du einen Blick geworfen? Mhm, wird überprüft, ja. Du hast bisher 133 Pokémon gesehen und 84 Pokémon gefangen. Ein bisschen gut dabei, würde ich mal sagen, oder? Wundervoll, kann es sein, dass du ein leidenschaftlicher Sammler bist? Komm, Stones sammeln. Oh nein, nein, lala, ich habe aus dem wieder eingedrückt. Manchmal smash ich den B-Button, manchmal den A-Button, keiner weiß. Kann ich wieder geben, sage ich? Okay, das war's angeschaut. Einfach nichts bekommen, merke ich mir. Genau, von hier aus surfen wir jetzt runter, Freunde. Und da soll es aber einen Busch geben, da war Tangela, meines Wissens nach. Tangela. Tangela. Ja. Oh, ja. Oh, la. Wusste ich's doch. HDF, Tangela. Oh, wir haben 130 Pokémon, ne? Nice. Tangela. Nice, Tangela. Genau das wollen wir sehen. Level 4 ist nice. Ah, wohl. Wir sind im Wasser, heißt, wir könnten eigentlich Bisaflor und Pikachu rausschicken. Lass mal Bisaflor als erstes bekommen. Sehr schön. So, da mal MVP, Freunde. MVP zum Pirulino. Vatikala Zier Duf. Duf haben wir jetzt sicher gefangen, schon aus. Okay, nice. Yes, gerne mit Technik, please. Die Route war auch echt. Oh, Tentoxa, aber Tentoxa haben wir schon gefangen. Tentoxa. Hier habe ich auch mir wirklich gerne immer alles angesehen. Alles so nach links, rechts immer gegangen. Geguckt, was es gibt. Stern, du! Stern, du! Stopp, 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 stopp. Nein, nee, stopp, stopp. Erstmal das. Genau. Hyperdrang, okay, nice. Stern, du. Stern, du haben wir noch nie gesehen. Stern, du, bitte kommst du mal wieder ran. Bitte, 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 komm, bitte, bitte. Stern, du. Ah, genau dies. Stern, haben wir noch keinen gefangen, ne? Nee. Oh je, Stern, du, mach langsam. Mach langsam, Stern, du. Nice, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. By the way, Freunde. Ich muss was gestehen jetzt, okay? Ich hasse mich dafür. Gefarme nachts, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt. Ey, warte mal, was macht der Junge eigentlich? Der guckt ab und zu runter. Ich habe JP nur die Dailies machen müssen, dann könnte ich auf ein Single kommen, in dem Heroes Banner. Hashtag 1 Single Summon. Das ist einfach der alte Gotenks. Dreifacher Gotenks, GG. Krass. Einfach so. Keiner weiß. Geil, Alter, ist schon geil. Aber weiter bei Pokémon, let's go. Einfach nie bei irgendwas machen, ey, ohne Spaß, sorry. Keiner weiß. Keiner weiß. So. Aber, wir machen wahrscheinlich für den Part eh demnächst diesen Schluss. Ich glaube, nach dem Angler machen wir mal Schluss, weil der letzte Part war übertrieben lang. Und damit der nicht allzu lang wird, damit man sich auch das an einem Tag genießen kann, weil das wird alles an einem Tag kommen. Würde ich sagen, wenn niemand was dagegen hat, macht man das so, würde ich sagen. Der hat ja nur Carpador. Apropos Carpador. RIP an unseren Carpador, ne? Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ihr wisst verdammt nochmal Bescheid. RIP Carpadorino. Ohne Spaß, der Arme. Wo ist der? Ah, wo ist Carpador? Ah. Der hat nur Carpador. Kommt am Ende noch ein Garados oder wie sieht's aus, mein Freund? Glaube aber nicht. Pff.
Der zahlt es uns heim, dass wir Carpador nicht abgeholt haben. Der zahlt es uns heim, dass wir Carpador nicht abgeholt haben. Unglaublich. Der zahlt es uns gerade richtig heim. Keiner weiß. Ja, krass. Junger Mann, was machen sie? Letztes Carpador jetzt. Oh je, wir haben keinen Angriff mehr. So, jetzt sind aber Freunde. So haben wir unseren Angler besiegt. Lass uns hier Schluss machen für den heutigen Part. Haben die Arena besiegt, das, was wir wollten auf jeden Fall. Danach machen wir uns auf den Weg runter zur Zinnoberinsel im nächsten Part. Wie gesagt, heute kam ein etwas längerer Part raus, deswegen hoffe ich, dass es so passt. Freunde, ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.